Dann machen wir mal erstmal nur einen Block. So, den anderen, den holen wir uns dann vielleicht gleich, wenn wir fertig sind. Oder wenn wir ihn nicht brauchen, dann machen wir daraus schon Türen. Aber erstmal machen wir Treppen daraus. So, hier fangen wir an. So. Ach. Zum Glück haben wir diesmal eine Axt dabei. Den wieder weg. Das heißt, auch hier ist die 5 fertig. Oh ja. Und der schöne Wald. Ihr seht es. Jetzt ärgere ich mich schon wieder, weil ich viel zu viel Holz wahrscheinlich über habe am Ende. Das mache ich in der zweiten Runde weg. Och. Dieser Springer immer. So. Naja, so viel ist es dann doch nicht. Sind das eigentlich wieder für Lecks? Die hatten wir vor längerem doch. Das letzte Mal erst. Und dann irgendwie waren sie wieder weg. Jetzt sind sie wieder da. Zack, 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 zack. Naja, aber auch Holzhalbsteine, die verkommen auch nicht. So. Puh. Kleine Runde noch, dann haben wir das Holz auch drin. Fehlt noch Wolle und Türen. Ja, und der kleine Bach, der drumherum fließt, zusätzlich zu unserer Treppe, die wir dann mit einer Eisentür sichern werden, damit sie auch NPC undurchlässig ist. Wir wollen ja nicht, dass unsere NPCs sich in alle Herren Länder verteilen. So, Holz, fertig. Schade, dass man die Dinger nicht zusammensetzen kann. Warte mal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, nee, 5, 10. 10 Holz brauchen wir. Treppen. 10 Holztreppen. So. Haben wir irgendwo noch. Können wir mal hier drauf stapeln und so einen Stapel dann gleich hier reinschieben. Oh. Hier hatten wir sogar noch ein bisschen Holz. Da. Ach ja, stimmt. Ich habe vorhin die Ladung ja komplett reingepackt. Sehr schön. Dann hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. So. Eins. Zwei. Haben wir davon schon mal genug? Und jetzt kommt das Türenkraften. Jetzt habe ich nicht mal mehr Platz für. Naja, egal. Nehmen wir es beim nächsten Mal mit. Eins, zwei. 3, 4.
Vor allem jetzt außenrum hat man natürlich noch mehr Türen, da man die Eckdinger ja zweimal betürt. So ergibt sich auch, dass oben in der obersten Ebene, obwohl es nur 8 Räume sind, es wesentlich mehr Türen sind, nämlich 12. Dann legen wir schnell die Treppen hin. Zack, zack. So. Du weg. Das wird noch eine Sortiererei heute. So, haben wir erstmal noch zwei dazu. Ja, was mal so. Schon wieder kein Platz. Weil den machen wir uns jetzt einfach. Ja, die Kisten sind ja so gut wie voll alle. So, ich stelle hier meine Kiste hin. In die Kiste packe ich jetzt alles rein, was ich noch irgendwie brauchen werde. Damit wir einfach mal genug Platz für Türen haben. So. Ah, die 20 Level habe ich schon fast wieder drin. Das geht erstaunlich schnell. Das heißt, eine Wand hatten wir komplett und die andere zur Hälfte. Na, das war ein bisschen mehr als die Hälfte. So. So. Dann die Frontseite. Ich habe Hoffnung, dass die Türen reichen, aber mehr als Hoffnung, aber auch nicht. So, das heißt, die drei. Ach ja, oh Gott, hier sind wir erst auf der 3. Stimmt ja, da war ja noch eine Reihe mehr. Na gut, wir haben auch noch über einen Stack Holz zur Verfügung. Also Rohholz. Gucken, wie es nach der nächsten Ladung aussieht. So. So. Und so. Sind jetzt über 30 Türen. Ich glaube, wir sind eine Reihe zu hoch. Oh mein Gott, Türen müssen eh überall rein. Von daher ist es wurscht. Und wenn sich jetzt irgendjemand fragt, ob mir das überhaupt Spaß macht hier, ja, eigentlich, es macht mir Spaß. Sonst würde ich es nicht tun. Also für mich ist mehr dieses, man schafft etwas, man kommt voran, man sieht, wie es wächst. Das ist für mich das Entscheidende an Minecraft.
Ich meine, ich bin ja auch so ein begeisterter Lego-Bauer, nur ich sag mal, im Gegensatz zu Minecraft ist Lego ein teures Hobby und verbraucht Unmengen an Platz. Also ich weiß noch, in meiner alten Wohnung, da hatte ich ja quasi eine Platte von mehreren Quadratmetern, worauf ich gebaut habe. Für die habe ich jetzt leider keinen Platz mehr, bis Lena irgendwann aussieht, aber pst. Von daher kann ich momentan wenig bauen. Und ich hatte schon richtig große Sachen aufgebaut. Also richtig große mittelalterliche Städte, große futuristische Anlagen, wo dann mein Todesstern in der Mitte stand. Also was mir an Lego ja vor allem am wichtigsten ist, ist, das sind diese Minifiguren. Es macht ja wirklich Spaß, die zu sammeln. Und das hat Nintendo auch mitbekommen, deshalb sind besonders seltene Minifiguren ja immer nur in besonders großen Paketen enthalten. Habe ich gerade Nintendo gesagt oder Lego? Ich weiß es nicht mehr. Wie dem auch sei. So, das sind nochmal 20. So, für wie viel habe ich jetzt noch Platz? Noch für eine. Und dann ist fast Ende. Hier waren wir jetzt fertig, oder? Ich meine ja, wir waren hier schon in der. Warte mal, die 4 hatten wir fertig. Wir waren jetzt hier in der 5., wenn ich mich nicht irre. Und da hatten wir jetzt auch schon fast die Hälfte drin. Oh ja, genau die Hälfte. Über die Hälfte. So viel kam mir das gerade gar nicht vor, aber. Na gut, ich quatsche ja auch nebenbei. Habe ich zu viele gemacht. Hey, aber es geht auf. Das heißt, im Endeffekt fehlt uns jetzt nur noch die Wolle. Und dann müssen wir zwei, drei NPCs hier reinzüchten. Da haben wir noch die Eier. Dann machen wir unseren Graben fertig. Räumen auf. Zumindest das, was hier liegt. Und gehen genüsslich in die Sommerpause. Ja. Türen, fertig. Und da wir jetzt gerade ja so viel Zeug eigentlich unnötig mit uns rumschleppen, würde ich fast sagen, wir machen mal kurz einen Abstecher. Denn ich möchte jetzt auch nicht die ganze Türenscheiße jetzt hier reinsortieren. Deshalb nehmen wir einfach mal mit, was ungefähr zusammengehört. Und packen das dann schon mal in die Kisten. Schauen wir doch mal. Nehmen wir doch hier Redstone. Ist einfach wegzusortieren. Die Schallplatten. Ich glaube, dafür haben wir auch eine Kiste. Hier die verschiedenen Farbpötte. Kann man leicht wegsortieren. Ah, nimm doch einfach irgendwas mit noch. So. Haben wir schon mal. Wie wär's da auch noch mit dem Gang runter? Ich meine, wir haben noch genug Holz, wir haben noch genug Cobblestone. Es würde sich also auf jeden Fall anbieten. Dass ich hier noch den Mittelgang habe, ist eigentlich auch interessant. Ja, das ist quasi noch so eine so ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Das werden wir auch so schnell nicht wegbauen. So. Ganz oben hatten wir Glas und sowas drin. Da. Werfer. Ach so, Dispenser. Die Kisten kommen auch hier unten rein. Farbe. Nee. Redstone war hier. Stöckchen kamen auch dort vorne rein. Mal gucken, für Schallplatten. Dahin. Bis wir was Besseres dafür haben. Hier waren Monster-Loot. Da waren Eier.
Wie schön, dass ich die Kisten hier noch so